بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزمة تنبوخ دروس اللغة العربية und sind immer noch beim Kapitel 13, Teil 3. Bevor wir anfangen, möchte ich aber einige Fragen nochmal beantworten, die wir letztens hatten. Und zwar hatte Hüseyin gefragt, was ist der Unterschied zwischen Ikhwati oder Ikhwa und Ikhwan? Und eigentlich beides ist Plural, beides geht. Aber was ihr auch wissen sollt, von jetzt an, ist, dass es zwei Arten zum Beispiel von Plural gibt. Es gibt einmal Jama Taksir und dann zum Beispiel den Jama Mudakkar, Jama Muannas. Und manchmal gibt es, wie wir letztens, glaube ich, gemerkt haben, dass wir beide benutzen können. Also wir können den Jama Mudakkar, den männlichen Plural, benutzen und den Jama Mukassar, den gebrochenen Plural. Ebenso gibt es noch eine Art von Plural und zwar Jama Qilla und Jama Kathra. Also es gibt ein Plural, eine Mehrzahl, aber sie ist wenig. Und es gibt ein Plural, das ist aber, damit meint man viel, zu viel. Als Beispiel, Mia Amwa, Uluf Alaf. Beides geht, aber hier will man dann manchmal zum Beispiel betonen, dass es zu viel war oder dass es viel war, aber nicht zu viel. Wallahu alam. Ebenso hatten wir in dieser Seite das Thema mit dem Imra'a und Mar'a. Und das haben wir gerade im Hadith-Unterricht gesagt, dass eigentlich gibt es gar keinen großen Unterschied. Also eigentlich gibt es keinen Unterschied, aber was ich jetzt gerade von meiner Schwester gehört habe, mit ihr habe ich an dem Tag so eine halbe Stunde schon geredet und das eben geteilt, weil bei WhatsApp wisst ihr, dass man eben schreibt und nachher kriegt man nach einer halben Stunde die Antwort und nachher sagt man, nein, das geht doch gar nicht und dann diskutiert man einen ganzen Tag. Hat sie mir gesagt eben, dass eben Imra'a unbestimmt ist und Mar'a bestimmt ist. Aber wenn man das jetzt im Koran vergleicht, hat das irgendwie gar keinen Sinn. Deswegen, wallahu a'lam, kann man beides benutzen. Gibt kein Problem. Auf der nächsten Seite, ach so, 75, okay. Auf der nächsten Seite hatten wir auch dieses Wahunna Talibatum bil Jami'ati ganz oben. 76. Genau bei 10. Da hat Hussein, glaube ich, gefragt auch, dieses Bil Jami'ati, ob man nicht Fil Jami'ati sagen kann. Also da hat sie mir gesagt, dass Bil Jami'ati ist Majaz, also das ist sowas wie eine Redewendung oder das kann man so sagen. Und Fil Jami'ati, das wäre besser. So hat sie mir es gesagt. Sie hat Arabistik gelernt, Allahu Alam. Genau, und somit haben wir dann diese Fragen hier beantwortet und gehen jetzt ins Thema. Das Buch ist eigentlich von rechts nach links. Und bei Zoom muss ich dann eben von links nach rechts wischen. Noch eine Seite. So. Asma'u al-Isharati lil-Qaribi. Asma'u al-Ishara ist zum Beispiel dies oder das zu sagen. Asma'u al-Isharati lil-Qaribi. Für das Nahe. Hada talibun. Das ist ein Student. Darunter, هذه طالبتون. Dies oder das ist eine Studentin. Das ist eine Studentin fürs Nah. Und im Plural auf der nächsten Seite, links, هؤلاء طلابون. Also, das sind Studenten. Und هؤلاء طالباتون. Das sind Studentinnen. Unten haben wir dann الكلمات الجديدة. Neue Wörter. الزوج, der Ehemann oder die Ehefrau, je nachdem, wie der Kontext ist. Und Jim für Jama haben wir gesagt, Plural.
Eswajun. Und hier Ehemänner. Also somit ist dann hier Zawj Ehemann gemeint. Daneben Al-Mar'atu, die Frau. Jama' Nisa'un, die Frauen. Al-Mar'atu biduni Al-Imra'atun. Hier will er sagen, Al-Mar'atu benutzt, hier benutzt man, wenn man den Artikel benutzen möchte, jetzt habe ich verstanden, was meine Schwester gemeint hat, wenn man den Artikel benutzen möchte, dann sagt man Al-Mar'atu. Man kann nicht sagen Emra'atu. Biduni El, ohne El. Und wenn man nicht El benutzen möchte, dann sagt man Imra'atun. Jetzt macht das Sinn. Qaribun, na. So, jetzt gehen wir runter. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Also, das sind meine Geschwister und dies sind meine Freunde. Ulaika. Wenn man weit sagen möchte, dann sagt man Ulaika. Man ulaika rijalu attiwalu. Wer sind jene langen oder großen Männer. Hum Atibau min Amerika. Und hier muss ich auch nachfragen, ob eigentlich müsste man sagen, Hum Atibaun min Amerika. Also sie sind Ärzte aus Amerika. Man ulaika nisa'u. Wer sind jene Frauen? Hunna Ummahatu Talibati. Sie sind die Mütter der Studentinnen. Aba Uttullabi Ainda al-Mudiri. Die Väter der Studenten sind beim Direktor. Aulaika Nisa'u Khalatuka. Ja, Mariam. Sind jene Frauen deine Tantinnen von der Mutterseite? O Mariam. La, hunna, ammati. Nein, das sind meine Tantinnen von der Vaterseite. Haulai, atibbaun, wa ulaika, muhandisuna. Also, das sind Ärzte und jene sind Ingenieure. Haulai rijalu, fuqara'u. Oder haulai rijalu, fuqara'u. Wa ulaika, agniya'u. Wir lesen das erstmal so, wie es im Buch steht. Diese Männer sind Arme und jene sind Reiche. Ulaika tullabu di'afun. Jene Studenten sind Schwache und di'af von da'if. Men ulaika rijalu. Wer sind jene Männer? Hum uzara'u. Das sind Minister. Oder sie sind Minister. Jetzt kommen wir zu den Tamarin, zu den Aufgaben. Hawil al-Mubtada fi kulli min al-Jumal al-Atiya ila Jama'. Also wir müssen den Mubtada zu einem Plural umwandeln. Al-Mithal, Beispiel. Dhalika ar-rajulu mudarrisun. Jener Mann ist ein Lehrer. Ulaika rijalu, jene Männer sind Lehrer, Mudarrisuna. Okay, machen wir das so. Ahmed und dann Herr Hüseyin. Man dhalika al-fata und man ulaika al-fatayat oder so? Nee, hier Vetter ist männlich. So, dann einmal kurz mit der Tura nachgucken. Okay, ich Grüß. sag's dir. Ja. Fitja. Fitje? Genau. Dann men ola ikel fitje.
Genau. Genauer gesagt, man ulaikal fityatu. Fitiertuch. Hast du mit Thermabutter oder was? Genau, mit Tamar am Ende. Also Fata mit Tamar am Ende, was Mädchen ist. Der Plural ist Fatayat. Und Fata ohne Tamar, also wie hier, ist der Plural Fitya. Jetzt ist Hüseyin dran. Wenn soll ich das beantworten oder einfach nur Plural machen, Den Plural machen. oder? Wenn eine ula Min aina ulaika al-mudarrisuna? Genau. also min eine. Min Ah ja, genau. Min, von. wenn wir das machen. Min aina bedeutet von wo? Genau, ich hab davor Men gelesen, aber was macht denn, habe ich gerade. Ja. Ist wohin ila aina? Nein, ich habe Men gesagt, Men heißt ja wer. Ich weiß, ich wollte nur dir so eine Information geben, weil ich glaube, ich So, gehört habe, also. wohin. Deswegen habe ich gesagt, wohin bedeutet Ila'ina. Okay, jetzt Nummer 3, Ahmed. Tilikel Fatatu Bintul Habibi. Das ist jetzt aber weiblich, ne? Genau, jetzt ist weiblich. Dann Ula ikel Fatayatu Bintul Atibau. Hier müsste man eigentlich Bind auch noch ändern. Ich weiß nicht, ob wir den Jemma schon bekommen haben. Banatul Atribai. Okay, dann Bernatul Atibai. Okay, jetzt Hüseyin, 4. Hada Talibu min Inkiltera, min Inkiltera, wadalika min Franza oder Franza. Faranza. Im Neuen hat man Firanza geschrieben, das ist eigentlich falsch. Faranza. Faranza. Haulai Tullabu min Inkiltera wa ulaika min Faranza. Ulaike min Faranza. Genau richtig. Okay, jetzt Ahmed, 5. Azalikal Muhandisu Muslimu. Und Ach dann. so, bei 5, okay. Also ich kenne Mohandis Muslim, okay, wie sagen wir das? Ulaikal Muhandisuna Muslimuna. Genau, richtig. Bei mir in der neuen Auflage hat man das geändert. Und zwar Muslimun, Zalikal Muhandisu. Und hier wäre dann Muslimuna, Ulaikal Muhandisuna. Okay, jetzt Hüseyin, 6. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة. هؤلاء النساء Super. ممرضة ist nicht plural auch, oder? Nee, das ist ممرضات. nicht genau richtig, super. ممرضات و وأولئك طبيبات وأخ Super. oder Genau richtig. Und was heißt Mumarriba? Krankenschwester. Super. Jetzt Ahmed. من هذا ال... من هذا الولد الطويل ولد طويل. Der Tag hat immer Schädel. طويل أول كوتش من هؤلاء ال... war Evlat Mehrzahl? Yani Genau, Aulat, ja. Evlat, okay, dann. Man haulai
أبلا دوت طوالو طوالو، genau. من تمام. هؤلاء الأولاد الطوال؟ أوكي، jetzt Hüseyin. تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. نعم. أولئك الفتيات الصغار، يا سامعني أجل الأولى، الصغار، الصغار أخوات genau. حامد. Aber sagen wir أخوات oder أخوات؟ أخوات، Warum? wollte ich gerade auch fragen. Ist bestimmt, Bestimmt was? weil es die Schwester von Hamid ist, weil wir das schon kennen, oder was? Genau richtig, weil es Mudaf ist und Hamid ist Aber Mudafil. kann etwas nur bestimmt werden, wenn es davor schon kommt. Hamid kommt da erst danach. Aber er ist ja von Hamid. Genau. So, ja, doch, okay, doch, dann macht's Sinn. Okay, jetzt nächste Seite. Ahmed. Kinikel Naru Asu Umutta Libe Ula Iken Nisa Ula Iken Nisa U أمهات الطالبات. أمهات الطالبات. أزمة دي أوكي. أوكي، jetzt 10. ذلك الرجل تاجر كبير من المملكة العربية السعودية. أولئك الرجال تجار كبار سوبر. من المملكة العربية السعودية. Genau, super. Jetzt gehen wir zur nächsten Aufgabe. أشر إلى الأسماء الآتية باسم الإشارة للبعيد. Also wir müssen mit dem weiten اسم إشارة zeigen. ذلك, تلك und أولئك. ذلك für männlich, Singular. تلك für weiblich, Singular. Und أولئك für Plural. Machen wir eine Zeile. Jeder nimmt eine Zeile. Fangen wir mit Ahmed an. ذلك طالب وأولئك تجار. Super. Hüseyin. أولئك مدرسات Ja. تلك طبيبة جديدة. Super. أولئك أمهات الطالبات. Und أم طالبة. die, ah, ja genau. Und Ulaika Aba Tullabi oder Till, wie war das nochmal? Tullabi? طلابي. Okay. ذلك فلاح. تلك أم محمد. Super. ذلك صديقي. Nicht صديقي, sondern also mein Freund. Ist es nicht mein Freund? صديق ist ja Abu Bakr الصديق zum Beispiel, der Vertrauenswürdige. Ja. Aber Freund hat was anderes. Okay, einen Moment kurz. Saduqi. صديقي. Saduqi, okay. Und dann Ulaika Akhawati. Genau, super.
Und das letzte, das auch machen, oder? Kannst du auch machen, ist kein Problem. Ulla, ich hab man nicht gehört? Also, habe aber Ecke gesagt, Ulette. Genau. Ja. Mir ist das jetzt richtig? Okay, jetzt bei dir, genau, Ula Eke, ich Ruti. Ich wollte auch euch was sagen. Also im Arabischen sagt man immer, gibt es ein Sprichwort, und man sagt es zu dir, Ua, also man sagt ja, der Freund ist einer, der immer im Not kommt oder da ist. Und das sagen wir dann kurz gesagt, Assadir. Jetzt gehen wir zur nächsten Aufgabe. Kann ich kurz was ran? Ja, bitte. Was heißt treu oder loyal sozusagen? Treu, Amin. Also gibt es nicht sowas wie Sadok oder sowas? Sadir, vertrauenswürdig oder so. Also man sagt ja, dass, wie sagt man das? Sadir. Also auf Türkisch heißt Sadık heißt loyal oder treu. Und ich bin mir irgendwie sicher, dass es aus Arabisch kommt, aus Marokko kommt. Deswegen frage ich jetzt, Treu. aber jetzt ist Eigentlich, nicht gut. Sadr ist es ja eine, der die Wahrheit zum Beispiel sagt. Jetzt Aufgabe 3. Herr Jamal Kalimat al-Atiya. Also gib die Plural oder die Plurale von den Wörtern, von den kommenden Wörtern. Jeder eine Zeile, fangen wir mit Hüseyin an. Um Met oder um Genau, Ummahat. Met. Okay, weiter. Boah, das sind die Wörter, die ich eigentlich kannte. Warte mal. Den nächsten sage ich dir wegen der Zeit. Genau, aber. Okay, weiter. Aber Anissa oder Okay. Nisa Matt, das weiß ich nicht. Ganz einfach, Ahmed. Also Ist ja Ahmed weiblich. ist ach stimmt, genau, ja. Okay, jetzt ist Ahmed dran. Doyuf. Duyuf kommt von Daif, Gast, aber hier ist Daif, also schwach. Mir fällt mir gar nicht ein. Duafa, das ist komisch eigentlich, dass man das nicht erwähnt hat. Duafa. Oder Diaf. Diaf, das haben wir im Text gelernt. Ulaike Tulabu, Diafun. Diaf. Ja, Diaf, Wuzera U und Esma U. Genau, super. Nummer 4 mache ich wegen der Zeit. Iqra waktub, Asdiqa'u, Aghniya'u, Asdiqa'u, Freunde. Aghniya'u, Reiche. Aqwiya'u, Starke, Plural. Atribba'u, Ärzte. Fuqara'u, Ärmer. Zumala'u, Kollegen. Wuzara'u, Minister. Viele. Ulama, Gelehrten. Nächsten Seite haben wir da, glaube ich, wieder so ein Mulachas. Kurzfassung. Esma'ul Isharatu lil Ba'id. Wir haben Al-Mufrad, was Singular ist, und Al-Jama, was Plural ist. Rechts haben wir Al-Muzakkar und Al-Mu'annath, männlich und weiblich. Dhalika Talibun. Jener ist ein Student. Ulaika Tulabun. Jener sind Studenten. Beim weiblich Tilka Talibatun. Also jene ist eine Studentin. Ulaika Talibatun. Jener sind Studentinnen. Dann haben wir Muhammadun Zahaba.
Mohammed ist gegangen. Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun zahabu. Muhammad und Hamid und Ali sind gegangen. Hier haben wir Waw al-Jama'a hinzugefügt, also die Waw von der Plural. Würden wir aber umgekehrt machen, also mit dem Verb anfangen, dann sagen wir zahaba Muhammadun wa Hamidun wa Ali. Weil hier hast du dann den Fa'il, den Nominativ, danach. Der Verb muss immer, dann, also der Nominativ ist immer nach dem Verb. Alles, was davor ist, nennt man Mubtada. Somit ist Muhammad Mubtada. Maryam oder Maryamu Zahabat. Hier haben wir das Ta für weiblich. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu Zahabna. Und also Hunna Zahabna. Sie sind gegangen. Da fügen wir ein Nun hinzu. Al-Kalimatul Jadida, die neuen Wörter. Da'ifun, schwach. Oder da'ifatun. Also im Neuen hat man das ein bisschen besser gemacht, glaube ich. Achso. Also im Alten ist es eben unten, bei mir ist es nebeneinander. Und di'afun. Und dann hat man eben gesagt im Plural. Ummun, ummahatun. Und abun, abaun. Und qawiyun, aqwiya'u. Starke. Alimun, ulama'u. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Habt ihr Fragen? Nein. Okay. Dann, walhamdulillahi rabbil alamin, rabbana afina wa'afu anna wa'ahfazna bi asrari al-fatiha.